Alles für eine Arsch. Heute, wenn dann noch so weitere Close Games kommen, dann werde ich aber. Bist du Dann raus, ja? sterbe ich, ja. Dann sterbe ich hier und heute. In der Aufnahme. Das Bin ja hier ist jetzt schon mal meinen uncool, ja? letzten Willen. Ich Alles, meine, was was Jeff mache ich denn besitzt, dann? soll an irgendwen gespendet werden. Nein, können mir Doch, das alles ist mein von dir letzter spenden. Wille. Willst du mir meinen letzten Willen verweigern? Dann hast du effektiv keinen letzten Willen und ich verweigere ihn nicht. Wieso? Mein letzter Wille ist, dass deine Sachen alle versteigert Ja, werden. aber wenn ich dir deinen letzten Willen verweigere, hast du keinen letzten Willen, also habe ich ihn dir nicht erfüllt. Was laberst du? Kommst du überhaupt nur mit? So Nein. gelernt? Komme überhaupt nicht irgendwo mit. Oh Habe ich Mann. zu wenig APM für. Ja, das kann passieren. Passiert den Ja. Besten. Vielleicht will ich aber mal Zerg spielen. Ich glaube, das kannst du vergessen. Du spielst mal schön Protoss. Halt's Maul. Mein letzter Wille ist, er schießt Jeff. Na, wie ist das? Was Terra? Ja. Na, wie Das ist ist auch das kein als Zerg. Toss? Hä? Na, wie ist das? Fuck you. Was heißt denn Fühlt sich nicht so Brazia? toll an. Keine Ahnung. Ich spreche kein Nubisch. Nö. Aber ich hab erfahren, mein Französischlehrer ist gestorben. Und ich dachte mir so, adios, amigo. Man merkt, es war deine Lieblingssprache. Hier ist ein Laster lang gefahren, ja. Dinge, die mich interessieren. Großes weißes Vieh in unserer Basis. Ich hab den hier Orsadon denied. Nice. Deny mal das hier. Platz. Ja, es ist geplatzt. Ups, Kaserne denied. Nice, dann kommt mein Reaper ja früher. Yep, aber er hat zwei Kasernen im Bau. Das ist mir egal. Eure Sonden werden angegriffen. Wen interessieren denn seine Aber Kasernen? seine Kaserne baut ein Techlab und die andere ist noch nicht fertig. Techlab, okay. Entweder für Tech oder Marauder. Oder beides. Auf Eure jeden Fall Sonden nicht sehr toll für werden ihn. angegriffen. Blöd ist nur, dass es hier keine kleine Reaper-Cliff gibt, wo mein Reaper Nee. dann noch schneller zur Base rauskommt. Bin ich aber ganz froh drum, weil sonst spielen die Leute hier weniger Reaper drauf. Trotzdem. Ja, du willst immer nur harassen, Alter. Das ist voll dein Ding. Ja, ich liebe das, gerade am Anfang. Man kann die Leute einfach mega damit abfangen. Wenn es schon am Anfang nicht gut läuft, ne, dann hat man schon direkt keinen Bock mehr auf den Rest vom Game. Ja, das mag sein. Das haben wir ganz oft. Ja, der macht Marauder. Ich schick mal meinen Adept und den Dings auch hoch zu dir. Mothership Core. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Ah, was? Was war das jetzt bitte von dem Reaper? Ich klicke in unsere Base und er fährt zur Queen. The fuck? Das ist halt ein Queens-Fan. Seenetz aufgebaut. Vier Marauder. Die wollen früh die Gold freikloppen. Die kommen generell mit ziemlich viel gerade. Dass ich tecke. Kontakt. Ja, ich glaube, die kriegen meine Echse, ja. Könnte sein, ja.
Schaden kann ich nicht machen. Warum lässt du mich töten? Ehre den Dai Lam. Natürlich hat er am Overlord stehen. Du bist ja gemütlich am Exen, ja? Wir pflichten bei. Envy Berakai. Ich glaube, die sind auf dem Weg zu deiner Exe, anders kann ich es mir nicht erklären. Ich bin hier. Ja, macht Sinn. Aber die brauchen das ziemlich lange. Irgendwie. Oder die denken sich damit ja, dann, wir lehnen uns zurück. Zielnetz aufgebaut. Ne, da sind sie. Ja, ja. Boah, da sind noch viele Länge. Kannst du Helbets bauen? Ich bin schon voll an der Production dabei. Ja, da steht kein Ling dahin und hat den Overlord weggezogen. Nice. Ich habe auch zwei Tanks. Jetzt fehlen dir noch zwei Medivacs. Ich brauche keine Medivacs, ich baue aber was. Dingens. Weg. Ich glaube, die Map ist nicht gut für Mech. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Bio gemacht, aber ich brauche Mech. So. Sag mal, der schickt uns 1000 Overlords. Was machst du eigentlich da? Ah, deine Echse wieder. Verstärke Psi-Netz. Wir alle. So, und was machen wir jetzt? Ich kann pushen. Okay, also pushen wir. Ich wollte nur Gewissheit, dass du pushen willst. Hallo, komm auf. Ha, da machen sie zu. Obwohl, müssen wir ja gar nicht berechnen eigentlich. Nee, solange die da drin bleiben, auf ihrem Mini-Pummel-Income, ist alles in Ordnung. Und euch die nächste Echse werfen. So. Ist die Frage, worauf gehen die? Ich baue mal auf Server. Ja, Bio und der Tosk weiß ich nicht. Er hatte nur Linge bisher. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das dabei bleibt, wie es jetzt ist. Ich denke mal, der baut entweder Mutas oder tackt halt auf Ullis. Ja, Ullis kommt nicht gut, wenn du gegen den Proto spielst. Das ist dumm. Musst du mir nicht sagen. Sag das den Gegner. Ich scanne mal. Den sag ich gar nichts. Da ist gar nichts. Haben die ihre Exe Banelinge. Viele Banelinge? Infestation Pit? Also ich glaube, das sieht sehr nach Ullis aus. Dann baue ich mal schön weiter, Imus. Kinala Atum. So, willst du deine Exe mal auf der Gold platzieren? Die haben die Steine wieder kaputt gemacht. Hab ich mir gedacht. Kommen die da nicht raus? Eure Verbündeten befinden sich. Voll. Gar nicht krass gecatcht oder so. Verbündeten befinden sich im Kampf. Endi Berakai. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Erneut diene ich. Hat er keine Medivacs, what? Alter, was ist das denn? Erneut.
Nein! Nicht mein Upgrade! Da kommen seine Medivex. Toll. Okay, nice hier jetzt. Ja, wir beiden Armies gewastet, um eine Echse zu kriegen. Und er hat da aber noch eine Menge Linge, Banelinge. Aber ich glaube, die bringen ihm gleich nicht so viel. Da kommt ein Ingram bei irgendwo, ich weiß es gar nicht. Der hinten ist da. Der Feind rückt näher. Ja, er macht nicht mehr so viel. Wir machen beide nicht mehr so viel. Nee. Also irgendwie sind die Gegner heute wieder voll die Lappen. Ja gut, die beiden Spiele davor waren schon eine Herausforderung, aber das jetzt wieder... Ist wieder so dieser... Battle.net. Scheiß. Kannst du nichts mit anfangen, echt. Weiß ich überhaupt nicht, was ich davon denken soll. Ich habe die eine Echse wieder down gefokust und die andere nicht. Da sind sie wieder. Mit ja, ganz vielen Lingen. Da kommen 100 pro Ulis. Ja, ja. Ja, der droppt jetzt bei mir. Naja. Solange da keine Ulis bei dir droppt, ist doch egal. Also noch hat er keine Ulis. Noch sind meine Sentries OP. Wow, hat mein Main Command Center bekommen. Wir warten. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Der will doch jetzt nur noch nerven. Ja, mehr kann er gerade nicht machen. Also wenn sie auf R gehen, habe ich da nichts gegen. C-Netz aufgebaut. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Ich hab Tor. Nee, Torste. Oh Gott. Upgrade durchgeführt. Ah, sind ausgebrochen. Was war uns? Nicht zusammen zu kämpfen. Ist jetzt doof gelaufen, aber ich glaube, das können wir trotzdem noch halten. Wir haben so viele Mineralien. So viele Echsen. Ich meine, sehen die anderen. Er ist schon wieder auf der Flucht. Das war alles, was die hatten. So, jetzt habe ich ihn nochmal in dich reingebaitet. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass er jetzt bei dir droppt. Du brauchst echt krass Medivacs, Mann. Ah. Ich bin hier in den Schatten. Eure Sonden werden angegriffen. Mineralienfeld erschöpft. Ja, denkt, dass er damit seinen. Die paar Einheiten hier so einzeln hochkommen. Nervig. Ja, aber das haben die Gegner in den letzten Tagen alle, ne? Dass sie so hardcore try haben. Er ist aber auch nie schlau genug, einfach mal einen Ling unter meine Command-Center zu stellen, dass ich ihn nicht mehr wieder runtersetzen kann, ne? Ich meine, wir warten ja nicht mal, dass er ihn eingräbt, ja, aber so ein bisschen, come on. So ein bisschen kann man ja schon mal versuchen.
Ja, jetzt mit den Kolossen sollte das nochmal eine Nummer einfacher werden gegen die Jungs. So. Da stehen wieder ganz viele. Ja, ganz, ganz viele. Ah, du hast ja noch einen Siege-Ding, ne? Dann stirb doch alleine. Ja, ich hab die anderen mal gesieged, deswegen den nicht mitbekommen. Die Länge. Ja, okay, dann lass mich halt alleine sterben. Hätten wir easy gewonnen, wärst du dabei gewesen. Die paar Einheiten, die du da hattest, spiel ich dich ja auf. Ja, solange du tankst, konnten den Tank ja direkt rausnehmen. So, jetzt schon wieder die... unnötig knapp, weil du nicht mitbekommst. Ja, komm, mit deinen drei Einheiten, die da standen. Die haben's gerissen. So. Also solange die nicht so aus ihren Basen raus können, wir haben jetzt schon wieder voll krass nachgebogen. Stell dich da halt mit deinen Kack-Pick-Siege-Tanks auf und dann ist gut. Ja, mach ich doch. Jetzt hat er 100.000 von denen, heißt ich baue um, also. Easy peasy. So, das war seine Echse. Das ist die Frage, haben die da oben geäxt? Gehen wir mal schauen. Ich will endlich meinen Blink. Immer mehr Repulsor. Die paar Einheiten, die da immer schicken, ne? Aber jetzt haben die Corruptor. Quatsch, Brutlords. Ich fokus die mal raus, so gut es geht. Ja, aber. Sind raus. Und ab jetzt geht's, glaube ich, nicht mehr weiter für die, ja? Ich lebe weiter. Eco down. Easy. Das war einfach. Ja, Mac ist auf der Map echt kack. Besonders so immobil. Die haben aber halt auch... Wären die besser gewesen, hätte der mehr gedroppt, dann wäre ich so am Arsch gewesen. Die hätten einfach am Anfang reinpushen müssen. Ich glaube, dann wäre es richtig übel für uns geworden, aber so easy. Ja gut, mit den Pylons, die da gestanden hatten, die du da gebaut hast, waren die eigentlich schon ganz gut. Ja, die haben wahrscheinlich gut abgeschreckt. Ich hatte ja nur einen Overcharge. Ich weiß nicht, ob er es gesehen hat oder nicht. Ja, für den Mothership Core ein bisschen verstecken, dann sehen die das nicht. Ja. Dann sehen die, oh, Pylons. Da pushen wir lieber nicht rein. Sieht so hardcore. Ja. Yeah.